Das Thema des heutigen Videos ist ziemlich interessant. Ich wusste schon von dem allgemeinen Konzept, aber je mehr ich mit verschiedenen Menschen mit verschiedenen Hintergründen gesprochen habe, desto besser habe ich verstanden, ja, es stimmt, 100 Pro. Menschen aus verschiedenen Ländern, Menschen aus Stadt oder aus dem Dorf, also von dem Land, Menschen, die halt mit euch befreundet sein könnten oder Menschen, mit wem ihr immer irgendwie miteinander streitet. Menschen aus diesen Gruppen, Menschen aus anderen Gruppen haben verschiedene Ansprüche und verschiedene Erwartungen. Was genau ich mit Ansprüchen und Erwartungen in diesem Video meine und ein paar Meinungen dazu werde ich heute mit dir teilen. Lass uns anfangen. Aber natürlich, bevor wir anfangen, muss ich dir sagen, dass es Yuri Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich mache 2 Videos pro Woche, montags und donnerstags. Wenn dir dieses Video gefallen wird, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Lass uns anfangen. Natürlich fangen wir mit den Definitionen an. Und diese Definitionen sind keine offizielle Definition, da sind meine Definitionen, die für dieses Video gültig sind. Ansprüche. Ansprüche ist etwas, was für dich komplett normal ist. Ist etwas, was du in deinem Leben die ganze Zeit siehst. Das ist dein Verhalten und deine Umgebung. Welche Möbel für dich normal sind und welches Essen isst du normalerweise. Deine Ansprüche definieren im Prinzip das, was für dich Standard ist. Erwartungen aber basieren sich darauf, wie du denkst, deine Umgebung mit dir interagieren soll. Wie du denkst, deine Umgebung aussehen soll. Wenn Ansprüche kommen mehr von innen und halt sind etwas eher, was dich definiert und worauf du direkten Einfluss hast. Die Erwartungen sind eher mit anderen Wesen verbunden. Die Erwartungen sind eher mit etwas, was von außen zu dir kommt, verbunden. Ja, das sind trotzdem deine Gedanken, deine Einstellung, aber an sich hat es eher mit außen nach hinten zu tun und nicht von mit innen nach außen. Das, was ich gleich sagen werde, ist allen Menschen klar, aber irgendwie denken nicht so viele Menschen darüber nach. Ansprüche und Erwartungen sind komplett subjektiv. Jede Person hat ihre eigenen Ansprüche und ihre eigenen Erwartungen. Für jede Person ist irgendwelches Verhalten normal, in einer Art des Lebens normal und irgendwelche Erwartungen an das äußere Leben normal. Aber dieses Normal ist für eine andere Person nicht normal oder komplett fremd oder teilweise verständlich, aber doch ein bisschen fremd. Aber am Ende des Tages, jede Person hat schon ein bisschen aber eigene Ansprüche und Erwartungen an das Leben. Was nichts Schlechtes ist. Wir sind schließlich verschiedene Menschen. Wir kommen also öfter aus verschiedenen Kulturen. Wir haben verschiedene Hintergründe. Es gibt genug Gründe, um verschiedene Ansprüche und oder verschiedene Erwartungen zu haben. Es ist nichts Unnormales, aber das ist etwas, was meiner Meinung nach wir öfter vergessen. Ich gebe euch zuerst 2 so eher materielle Beispiele und die haben eigentlich eher mit Wohnungen und Wohnungssituationen zu tun. Und das erste Beispiel hat mit dieser Wohnung zu tun, mit meiner Wohnung. Als mein Bruder und ich nach dieser Wohnung gesucht haben, hatten wir eigentlich nie so viele Ansprüche. Wir brauchen ja beide nicht viel und dementsprechend erwarten wir auch von außen nicht viel. Deswegen gab es im Prinzip so 2 Parameter, die für uns relevant waren. Geld, also wie viel muss man für die Miete zahlen und wie die Wohnung geschnitten ist, damit es uns beiden passt. Also ich muss Videos drehen, mein Bruder mag seine eigene Zimmer zu haben, wir haben auch einen Balkon, was auch nett ist. Aber das ist halt nichts Großes. Ja, natürlich sind deswegen einige Wohnungen weggefallen, weil unsere Ansprüche und oder unsere Erwartungen da nicht gepasst haben. Aber es gibt genug Freunde von mir, mit wem ich diesen Prozess der Suche besprochen habe. Und die haben komplett andere Vorstellungen. Für einige Menschen ist das extrem relevant, dass der Boden gerade ist oder dass der Boden halt überall gleich ist. Für andere Menschen ist es wichtig, dass die Wände irgendwie richtig gleichmäßig gestrichen sind, dass da wenige Löcher gibt. Für dritte Menschen ist Audio- und Wärmeisolation wichtig. Und versteht mich nicht falsch, ich würde jetzt nicht sagen, dass das für mich komplett irrelevant ist. Also es ist schon schön, schon nice, guten Boden zu haben. Es ist schön, gute Wände zu haben, die gleichmäßig gefärbt sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Anspruch ist. Ich oder meine Erwartung. Ich komme damit klar. Ich komme damit ohne klar. Das heißt, ich habe diesen Anspruch nicht. Deswegen habe ich auch diese Erwartung an meine neue Wohnung auch nicht.
Und das zweite Beispiel hat etwas mit einer meiner Reisen vor kurzer Zeit zu tun. Und da haben wir nach Airbnbs gesucht und dementsprechend für mich gibt es im Prinzip ein Parameter, anhand von welchem, oder okay, eineinhalb Parameter, anhand von welchen ich ein Airbnb aussuchen würde. So, ein Parameter ist sauberes Bett. Also ich brauche ein Bett und das soll sauber sein. Ich brauche diese Fähigkeit oder die Möglichkeit zu haben, irgendwo hinzukommen und da zu schlafen. Mehr als das ist für mich für 1, 2, 3, 4, 5, 10 Tage nicht so relevant. Und dieses halbes Kriterium Geld. Also wenn es unnötig teuer ist, dann halt. Die Frage ist, wie Preis-Leistung. Ergibt es Sinn, so viel Geld für diese Unterkunft zu bezahlen? Aber als wir diese Sache besprochen haben, war es uns allen irgendwann klar, ja, einigen Menschen ist es auch wichtig, welche Aussicht man dann bekommt. Einigen Menschen ist es wichtig, welche Möbel da in der Wohnung vorhanden ist. Anderen Menschen ist Deko wichtig, dritten Menschen ist Fernseher wichtig. Also, nur weil etwas für mich nicht relevant ist, also ich habe diese Erwartung nicht, es bedeutet nicht, dass andere Menschen die gleiche Erwartungen haben. Und schon wieder, das macht ihre Meinungen nicht falsch oder nicht irgendwie spießig oder sonst was. Für jede Person ist was anderes wichtig. Für mich ist das sauberes Bett, für andere Person ist das Fernseher. Für mich war immer danach die Frage, so, bin ich bereit für diese Extra zu bezahlen? Also für mich ist grob gesagt wichtig, sauberes Bett. Bin ich bereit zu bezahlen, dass die Aussicht schön ist? Und wie viel bin ich bereit zu bezahlen? Und bis jetzt hat es halbwegs immer geklappt. Es war nie der Fall, dass ich nur für Erwartungen anderer Menschen viel bezahlen musste. Manchmal ein bisschen schon, aber viel eher selten. Das ganze Thema von Ansprüche und Erwartungen kann man auch sehr gut an Menschen übertragen. Also unsere Interaktion mit Menschen, unsere Beziehungen mit Menschen. Ansprüche, was ist für uns normales Verhalten? Also hier meine ich eher so Ansprüche an sich selbst. Ansprüche kann verschiedene Bedeutungen haben, in diesem Fall Ansprüche an sich selbst. Für mich ist dieses Verhalten normal. Für mich ist normal zum Beispiel Menschen Hilfe zu leisten oder für mich ist normal Menschen zu schlagen. Ist nicht unbedingt vielleicht gut, ist vielleicht kein schönes Benehmen, aber ich denke, so diese Person, die das macht, denkt nicht mal extra darüber nach. Das ist normales Verhalten, das ist ihr Anspruch an sich selbst, so gesagt. Und ob man da an sich arbeiten soll oder nicht, ist ein Thema für sich und für Psychologie und möglicherweise für Rechtssystem. Aber worüber ich eigentlich sprechen will, sind die Erwartungen. Also welche Erwartungen hat man an andere Menschen? Welche Erwartungen hat man an das Benehmen anderer Menschen? An Taten anderer Menschen? Ich glaube, ich habe schon mindestens in einem Video gesagt, deine Erwartungen sind dein Problem. Also am Ende des Tages, wenn du deine Erwartungen nicht passend kommunizieren kannst, dann kann die andere Person diese Erwartungen so vielleicht erfüllen, aber auch vielleicht nicht erfüllen. Da gibt es keine Sicherheit. Es liegt einfach komplett nicht in deiner Hand. Und es ist schön und krass, wie du so viel dir vorstellst. Also meine Erwartung ist, dass diese Person das, das, das und das macht. Aber wenn du das nicht kommunizierst, dann wird diese Person möglicherweise das nicht machen. Dann wirst du enttäuscht und dann wird die Beziehung sich verschlechtern, weil du dich enttäuscht hast. Es ergibt auch keinen Sinn. Ein Beispiel hier. Du hast einer Person zum Geburtstag ein großartiges Geschenk geschenkt. Also es war teuer, es war sehr passend zu der Person und dann denkst du, ja, ich habe was Schönes geleistet, ich bin mir komplett sicher, diese Person schenkt mir auch etwas richtig krass. Du hast das aber natürlich diese Person nicht gesagt, das sagt man normalerweise ja nicht. Und dann kommt dein Geburtstag, du bekommst ein Geschenk und das ist halt ein Geschenk. Geschenk. Und du fühlst dich enttäuscht. Deine Erwartung war ja, dass du jetzt was Krasses bekommst. Du hast ja was Krasses geschenkt, also es ist nur fair, dass du das Gleiche bekommst. Aber irgendwie nicht. Und es kann verschiedene Gründe geben, wieso diese Person doch nicht so ein krasses Geschenk dir geschenkt hat. Aber am Ende des Tages ist es schon ein bisschen deine Erwartung, dass diese Person dir was Gleiches schenkt oder was genauso gleich Krasses schenkt. Das ist nicht etwas, was diese Person machen muss. Das war deine Entscheidung, ein gutes Geschenk zu schenken. Das war's. Punkt. Nada.
alles, was danach kommt, ist nicht mehr in deiner Kraft, soweit du das nicht extra ansprichst. Ich würde dir aber schon nicht empfehlen, etwas in dieser Art zu machen, also du gibst Geschenk ab oder du schenkst es und dann sagst du, jo, also auf meinen Geburtstag erwarte ich auch was Krasses. Und dann steht diese Person, nimmt das Geschenk und sagt, halt, wieso habe ich das überhaupt angenommen? Jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich denken, jetzt muss ich auch was Krasses überlegen. Das ist viel Druck, welchen du auf diese Person ausübst. Und das ist auch nicht unbedingt gut für eine Beziehung, also zwischen Menschen. Ich meine jetzt nicht unbedingt intime Beziehung, allgemein eine Beziehung. Was meine Empfehlung wäre, besprich es im Voraus. Bespricht etwas, bespricht zum Beispiel, wie viel Geld man für Geschenke normalerweise ausgeben soll oder halt wie krass man nachdenken muss oder erstellt irgendwelche Listen mit Geschenken, welche man sich wünscht. Ja, das macht diese gesamte Geschichte mit Überraschung weg, aber wenn du normalerweise Erwartungen an andere Menschen hast, dann das spart dir die Enttäuschung, weil dann weißt du, ja, das kommt auf mich zu. Es kommt auf mich genau das, was ich da gemacht habe oder genau das, was wir da besprochen haben. Und du setzt die Person nicht unter Druck, deine Erwartungen. Deine Erwartungen, wie gesagt, ist deine Sache. Du sollst deswegen andere Menschen, meiner Meinung nach, nicht unter Druck setzen. Nicht ihr Leben so richtig, so viel zu viel nachdenklich machen. Und wie schaffe ich das? Wie erfülle ich diese Erwartung? Wie mache ich das? Alle Menschen haben auch ihre eigenen Probleme und deine Erwartungen zu erfüllen, soll zumindest vielleicht nicht dazu gehören. Deswegen, ja, sei bitte vorsichtig, was deine Ansprüche und Erwartungen angeht. Andere Menschen haben ihre eigenen Kakerlaken im Kopf und ihre eigenen Ansprüche und Erwartungen. Und für die ist irgendein Benehmen besser oder normaler und irgendwelches nicht halt. Und wenn da etwas gibt, was dich stört, dann sprich. Kommunikation ist etwas, was, wenn vernünftig gemacht, einige Beziehungen retten kann. Oder zerstören komplett zugrunde, weil da allgemein irgendwelche Missverständnisse steckt. Aber mehr dazu vielleicht in einem anderen Video. Das war's. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn es der Fall ist, bitte drück den Like-Button. Ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns am Montag. Schönes Wochenende. Tschüss.